Fukushima. Offenbar sind mindestens 3 der 6 Blöcke außer Kontrolle. Nach wie vor nicht unter Kontrolle. Wirklich außer Kontrolle. Auch hier kam es zu einer Wasserstoffexplosion. Erneut eine Wasserstoffexplosion. Die hohen Strahlenbelastungen. Extrem hohe Strahlenwerte. Hoch massenhaft Radioaktivität. Eine tödliche Dosis. 400-fache überschritten. Bodenproben, stark krebserregendes Plutonium. Tausende Jahre später noch gefährlich. Eine Kernschmelze im Block 2. Kernschmelze. Kernschmelze. Die schlimmste Katastrophe, die mit der friedlichen Nutzung der Atomenergie einhergehen kann. Zu Tausenden fliehen die Menschen aus ihren Häusern. Ihre Heimat für Ewigkeiten unbewohnbar, verstrahlt. Kühe, Schweine, Hunde bleiben zurück, verhungern oder fressen sich gegenseitig. Die Menschen warten in Evakuierungsunterkünften. Aber selbst japanische Geduld wird nicht reichen, um das Ende der Katastrophe abzuwarten. Nach wie vor nicht unter Kontrolle. Wirklich außer Kontrolle. Außer Kontrolle. Der Betreiber TEPCO, der 4. größte Elektrizitätsversorger der Welt, hilflos. Tschernobyl hat die Menschheit erschüttert. Fukushima hat sie endgültig wachgerüttelt. Selbst eine der technisch modernsten Industrienationen war nicht in der Lage, den GAU zu vermeiden. Das sogenannte Restrisiko ist ein allzu wahrscheinliches geworden. Ein Weitermachen wie bisher ist unmöglich. In der gesamten westlichen Welt wird die Nukleartechnologie neu bewertet. In Deutschland hat das Schlusskapitel der Atomenergie begonnen. Fukushima ist der Auslöser. In den kommenden Stunden in Wissen aktuell. Denn Elektrizität ist die Lebensader der modernen Industriegesellschaft. Ist jetzt unser bequemer Lebensstil in Gefahr? Drohen Stromlücken? Wir ergründen das Potenzial der erneuerbaren Energien. Kommt unser Strom von morgen aus der Luft, dem Meer oder der Wüste? Wie kann er gespeichert werden, sodass er zu jeder Zeit verlässlich verfügbar ist? Welche Netze brauchen wir künftig? Wie verändern die Erneuerbaren den Energiemarkt? Was kostet die Energiewende, bevor sie sich auszahlt? Und wir begleiten Forscher auf der Suche nach immer neuen Energiequellen. Jetzt in Wissen aktuell. Strom von morgen.